Hallo, hier ist Muhoi. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie jedes Jahr war ich auf Battletour über Neujahr und ich habe auch die Zeit genutzt, ein dünnes Buch zu übersetzen. Es handelt sich um dieses Buch von einem japanischen Philosophen mit dem Namen Nagai Hitoshi oder Hitoshi Nagai, der mich in den letzten Jahren sehr zum Denken angeregt hat. In Japan ist er recht bekannt. Er ist jetzt, glaube ich, 66 Jahre alt, also noch aktiv, also unterrichtet noch an der Uni. Er schreibt Bücher, hat relativ viel publiziert in Japan. Zwei seiner eher schwierigen Bücher gibt es auch auf Englisch als PDF im Internet zu sehen. Ich werde hier einen Link zu seiner Wikipedia-Seite anbringen. Da kann man sich dann auch die englischen Sachen von ihm angucken. Auf Deutsch gibt es, soweit ich weiß, noch nichts von ihm, aber ich möchte dieses dünne Büchlein, das ich übersetzt habe, jetzt Stück für Stück auf unsere Homepage setzen. Insgesamt sind es etwas mehr als 30 ganz kurze Kapitel. Jedes Kapitel, wenn man es ausdruckt, ist wahrscheinlich ungefähr eine Seite. Also es ist nicht viel Material, aber einige Denkanstöße sind darunter. Der Nagai hat zum Teil sehr schwierige Bücher geschrieben, aber dieses Buch ist wahrscheinlich sein einfachstes. Die Hauptperson ist ein 14-Jähriger, der sich mit seiner Katze unterhält über Fragen wie, warum man zur Schule gehen muss oder was man tun kann, wenn man nicht einschlafen kann. Und ganz am Ende kommen sie auf die Frage zu sprechen, die die zentrale Frage ist für Narei: Warum bin ich eigentlich ich? Warum bin ich diese Person und nicht irgendeine andere, die ich genauso gut hätte sein können? Das ist ein Problem, mit dem sich Nagai jetzt schon seit 40, 50 Jahren offenbar herumschlägt, vielleicht länger schon. Und das sich vielleicht viele irgendwann mal als Kind diese Frage gestellt haben. Ich hätte ja auch zu einer ganz anderen Zeit als ein ganz anderer Mensch geboren werden können. Wie kommt es, dass ich jetzt als dieser Mensch hier lebe? In den 90er Jahren war eine Zeit lang ein philosophisches Problem sehr populär, das im Englischen hieß es The Hard Problem of Consciousness, also das harte oder schwierige Problem des Bewusstseins. Da ging es nicht darum, wie unser Bewusstsein funktioniert, sondern die Frage, warum gibt es überhaupt Bewusstsein? Warum ist sich da überhaupt jemand bewusst? Und manche Leute sagen, zum Beispiel der deutsche Philosoph Thomas Metzinger, sagen, das Problem ist doch schon längst gelöst. Wenn wir Hirne haben, die so kompliziert sind wie das menschliche Gehirn, dann müssen die reflexiv denken können und dazu braucht es halt Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie überzeugend die Antwort für euch Zuschauer ist. Ich persönlich frage mich dann ja, warum sollte nicht reflexives Denken auch unbewusst passieren können? Wieso sollten nicht Systeme auf sich selbst referieren können, ohne dass das zu einem tatsächlichen Bewusstsein führt? Dann gibt es eine andere philosophische Frage, die lautet: Wieso sind wir eigentlich Subjekte? Warum ist Bewusstsein
subjektiv und privat. Wieso kann man nicht wissen, was im Kopf eines anderen vorgeht? Zumindest nicht direkt, nur indirekt. Und Nagais Frage unterscheidet sich von diesen beiden Fragen, aber hat etwas damit zu tun. Nagais Frage könnte man so formulieren: Es gibt zurzeit auf der Welt mindestens 7 Milliarden menschliche Bewusstseine. Und wenn man noch die Bewusstseine der Tiere dazu zählt, noch mehr. Und es ist komisch, dass dieser Plural im Deutschen so ungewohnt klingt. Wir sprechen zwar von Personen und Menschen, aber gewöhnlich sprechen wir nicht von Bewusstseinen, sondern nur vom Bewusstsein. Aber wenn man genau ist, müsste man eigentlich von Bewusstseinen sprechen, denn jeder hat ein Bewusstsein, das sich vollkommen unterscheidet von allen anderen Bewusstseinen. Zumindest gehen die meisten von uns, glaube ich, davon aus. Es gibt die sogenannten Solipsisten, die glauben, dass sie die einzigen sind, die ein Bewusstsein haben. Dass es nur einen Menschen gibt auf der Erde, der ein Bewusstsein hat, und das sind sie selbst und kein anderer hat ein Bewusstsein. Aber das ist, glaube ich, eine ganz kleine Minderheit unter den Menschen. Die meisten von uns gehen davon aus, dass andere Menschen auch ein Bewusstsein haben. Das heißt also nochmal, es gibt zurzeit 7 Milliarden Bewusstseine auf der Welt. Und Nagais Frage ist, wie kommt es, dass eines von diesen Bewusstseinen sich ganz deutlich von von allen anderen unterscheidet? Und zwar dadurch, dass es meins ist, dadurch, dass es hier aktuell sich ereignet. Und Nagai überträgt dann diese Frage auf die Zeit und sagt: Nun, die Welt, das Universum gibt es seit Hunderten von Millionen von Jahren. Es wird die Welt wahrscheinlich noch lange geben. Und während dieser langen, langen Zeit, zu jedem Zeitpunkt war dieser Zeitpunkt die Gegenwart. Also gestern, vorgestern war es die Gegenwart an dem Zeitpunkt. Morgen, wenn es morgen ist, übermorgen ist, dann wird es die Gegenwart sein. Wenn wir uns die Weltgeschichte angucken, dann blicken wir auf eine lange Reihe von Gegenwartspunkten. Jeder dieser Zeitpunkte wird irgendwann einmal Gegenwart sein. Oder war es auch schon? Jetzt gibt es unter diesen vielen Gegenwarten, und das ist wiederum ein sehr ungewohnter Plural, normalerweise sprechen wir nur von der Gegenwart. Aber wenn man sich überlegt, dass auch in der Vergangenheit gestern, vorgestern, vorvorgestern Gegenwart waren, könnte man eigentlich auch von Gegenwarten sprechen. Es gibt also unzählige Gegenwarten in der Weltgeschichte, aber nur eine Gegenwart, die sich von allen anderen deutlich unterscheidet, und zwar dadurch, dass sie tatsächlich jetzt Gegenwart ist. Woher kommt es, dass genau dieser Zeitpunkt jetzt Gegenwart ist und keine andere dieser Gegenwarten, keine andere dieser möglichen Zeitpunkte? Und wie gesagt, das ursprüngliche Problem von Nagai ist, wie kommt es, dass ich mir genau diesem einen Bewusstsein jetzt bewusst bin und keinem anderen der Milliarden von anderen Bewusstseinen, die es ja auch gibt. Und da könnte man auch noch die Bewusstseine der Vergangenheit und der Zukunft hinzufügen. Wie kommt es, dass ich mir nur diesem gegenwärtigen Bewusstsein bewusst bin und nicht einem vergangenen oder einem zukünftigen Bewusstsein? Und das ist eine Frage, auf die Nagai dann auch ganz am Ende von diesem Buch zu sprechen wird,
zu sprechen kommt. Davor widmet er sich allen möglichen Fragen. Ich werde heute erstmal das Vorwort und die ersten beiden Kapitel auf die Antaishi Homepage setzen. Wer sich dieses Video direkt bei YouTube anguckt, müsste, wenn er den Text lesen will, auf den Link unter diesem Video klicken. Ich setze dann Link zum einen auf die Wikipedia-Homepage, auf die Wikipedia-Seite vom Nagai und dann einen Link zur Antaishi-Homepage, wo man die Übersetzung des Vorworts findet und der ersten beiden Kapitel. Der Titel des Buches auf Japanisch ist eigentlich Philosophische Gespräche für Kinder. Ich habe den Titel übersetzt als Penetré und ich. Penetré ist der Name der Katze. Und ich, das ist ein 14-Jähriger, der sich mit seiner Katze unterhält. Ich lese mal ganz kurz den Anfang vom Vorwort. Der Mensch lebt nur zum Vergnügen. Du musst nicht zur Schule gehen. Du darfst lügen. Der Wal ist ein Fisch. Die Erde ist nicht rund. Das behauptet zumindest Penetré. Was denkst du? Penetré ist der Name der Katze, die uns vor 3 Jahren, als ich noch in der 5. Klasse war, zugelaufen kam. Alles an dieser Katze ist so seltsam wie ihr Name. Das Merkwürdigste an ihr ist, dass sie die Sprache der Menschen spricht. Auch das, was sie sagt, ist sonderbar. Wovon normale Menschen sprechen, davon spricht sie nie. Noch kein einziges Mal habe ich sie sagen hören, dass sie hungrig oder müde sei. Dafür spricht sie über Fragen wie, warum lebt der Mensch? Oder muss man zur Schule gehen? Und in den ersten beiden Kapiteln geht es dann um die Frage, warum lebt der Mensch? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich auch viele schon, vielleicht schon als Kinder, gestellt haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich auch schon recht früh damit beschäftigt habe. Vielleicht auch deshalb, weil meine Mutter sehr früh gestorben ist, habe ich mich ja schon als Erstklässler, Zweitklässler gefragt, wenn wir sowieso sterben, warum leben wir? Warum muss man zur Schule gehen? Warum muss man Hausaufgaben machen? Das heißt, das muss man machen, um später mal eine Arbeit zu finden, Beruf ausüben zu können. Warum muss man arbeiten, Beruf ausüben, um Geld zu verdienen? Warum muss man Geld verdienen, damit man heiraten kann und Kinder haben kann und die auch ernähren kann? Warum macht man das? Na, damit die Kinder auch mal später zur Schule gehen können und später auch mal einen Beruf finden können und damit die später dann auch mal eine Familie gründen können. Die Frage ist halt nur, wenn ich sterbe und die Kinder sterben und die Enkel werden auch irgendwann sterben, warum macht man das? Welchen Sinn hat das Ganze? Und im ersten Kapitel gibt Penetré zunächst mal die Antwort, der Mensch lebt letztlich nur zum Vergnügen. Wobei ich mich ein bisschen schwer getan habe hier mit der Übersetzung des japanischen Begriffs Asobu oder Asobi. Den könnte man auch als Spiel oder Spielen übersetzen. Das Leben ist letztlich ein Spiel, wäre eine andere Möglichkeit gewesen. Das Problem mit der Übersetzung, für die ich mich jetzt entschieden habe, zum Vergnügen leben, ist, dass es ein bisschen so klingt, als wäre der Penetré ein Hedonist. Also wenn man das Japanische liest, dann stellt man fest, es handelt sich tatsächlich um einen Kater, also um eine, ich mache in der Übersetzung eine Katze daraus, aber es ist eine männliche Katze, wie dem auch sei. Wenn Penetré sagt, man lebt zum Vergnügen, dann klingt es vielleicht ein bisschen so, als wäre ein Hedonist. Das heißt, der Sinn des Lebens ist es, sich zu vergnügen,
so viel Spaß zu haben wie möglich. Und das glaube ich nicht das, was Pénétré sagen will. Im Gegenteil sagt er im folgenden Kapitel, es gibt im Grunde keinen Sinn im Leben. Das heißt, selbst sich zu vergnügen ist nicht der Sinn des Lebens. Es geht nicht darum, Spaß zu haben. Man kann genauso gut keinen Spaß haben. Insofern habe ich mir am Anfang überlegt, vielleicht besser zu übersetzen, das Leben ist ein Spiel. Das Problem mit der Übersetzung, das Leben ist ein Spiel, ist, dass viele, wenn nicht alle Spiele nach Regeln verlaufen. Es gibt einen Gewinner und es gibt Verlierer. Und man kann immer wieder von neuem anfangen. Wenn einem die Partie nicht gefällt, kann man mittendrin aufhören und ein neues Spiel anfangen. Und nichts davon gilt für das Leben. Wenn man das Leben als Spiel betrachtet, da muss man sich bewusst sein, ja, aber es gibt bei diesem Spiel keine Regeln. Es gibt weder Gewinner noch Verlierer und es gibt nur dieses eine Mal. Abgesehen davon ist es tatsächlich ein Spiel. Und das meint, glaube ich, Pénétré, wenn er sagt, der Mensch lebt nur zum Vergnügen. Und wenn das Leben keinen Spaß hat, wenn man einen schlechten Tag hat, dann muss man selbst diesen schlechten Tag noch auskosten. Vergnügen. Vergnügen finden ist schon zu viel gesagt. Einfach diesen schlechten Tag spielen. Annehmen. Und am Ende des zweiten Kapitels, des zweiten Gesprächs, sagt Pénétré etwas, was auch für Zazen, glaube ich, gilt. Er sagt da in Blockschrift, solange du es dir zum Ziel machst, ohne ein Ziel zu leben, wird es dir nicht gelingen, ziellos zu leben. Der Mensch lebt nur zum Vergnügen. Das bedeutet, es gibt im Leben kein Ziel. Die Frage ist nur, okay, ich akzeptiere das. Wie gelingt es mir, das Leben als ein Spiel zu leben? Ein Spiel, bei dem es weder Gewinner noch Verlierer gibt, bei dem es keine Regeln gibt. Dass man nur einmal spielt. Wie gelingt es mir, ein Leben ohne Ziel zu leben, ziellos zu leben? Und in dem Moment, in dem man sich dran macht, ziellos zu leben, wird das ziellose Leben ja schon zum Ziel. Und die Parallele zum Zazen ist, es wird oft gesagt, und ich habe das auch schon häufiger gesagt, dass es beim Zazen darum geht, loszulassen. Zazen ist gut für nix. Und am Anfang will jeder was vom Zazen. Man will sich entspannen, zur Ruhe kommen, zu sich selbst kommen. Einsichten gewinnen, vielleicht irgendwann mal endlich Satori haben. Das funktioniert bloß in der Regel nicht so, wie man sich's vorstellt. Je mehr man versucht, danach zu greifen, desto weniger bekommt man's in den Griff. Deshalb wird gesagt, lass los. Lass los, lass los, lass los. Es geht noch nicht mal darum, Erleuchtung zu finden. Es geht auch nicht darum, sich zu entspannen. Es geht nicht darum, zu sich selbst zu finden. Die Frage ist, wie macht man das?
Und immer wieder gibt es Leute, die einem dann sagen, die mir sagen, ja, ich habe es probiert. Ich probiere das jetzt schon seit Jahren. Loslassen, loslassen, loslassen. Es will mir nicht gelingen. Und dann sage ich, ja, du musst auch das Loslassen noch loslassen. Wie machst du das? Indem du akzeptierst, dass du gar nicht loslassen musst. Du musst nicht loslassen. In dem Moment, wo man selbst das Loslassen aufgibt, selbst diesen Versuch noch aufgibt, loszulassen. Ich muss ja gar nicht loslassen. Da ereignet es sich manchmal ganz von alleine. Pinetri verrät dagegen nicht allzu viel, wie das geht, ohne Ziel zu leben. Er sagt, wie gesagt, solange du es dir zum Ziel machst, ohne ein Ziel zu leben, wird es dir nicht gelingen, ziellos zu leben. Und dann fragt der 14-Jährige, ich, wie soll ich dann leben? Und Pinetré, der Kater, antwortet, das Ziel, ohne ein Ziel zu leben, muss selbst zum ziellosen Leben werden. Und ich bin dann ratlos. So enden übrigens viele der Kapitel in diesem Buch mit Fragezeichen. Das ist, glaube ich, auch der Sinn. Nagai will in dem Buch keine Antworten geben, sondern er will den Leser zum Nachdenken anregen. Gibt es wirklich kein Ziel im Leben? Gibt es wirklich keinen Sinn im Leben? Und wenn es kein Ziel im Leben gibt, ja, wie schafft man das, ziellos zu leben? Wie geht das? Das ist eine Frage, die sich jeder selber stellen muss. Wie kann man auch das Loslassen noch loslassen? Und vielleicht braucht es da auch ein bisschen so einen Impuls von außen. Das ist nichts, was man durch Nachdenken erreicht. Es ist nichts, was man durch angestrengte Meditation erreicht, sondern manchmal, es kann eine Krankheit sein, es kann ein Todesfall sein. Oder es ist vielleicht auch ein bisschen so wie das Verlieben. Es ist nicht so, dass man, ich will mich jetzt verlieben, ich will mich jetzt verlieben und dann verliebt man sich, sondern irgendwann passiert es einfach. Es braucht wahrscheinlich eine gewisse Offenheit dafür, eine Bereitschaft dafür. Aber alles andere muss dann von selbst passieren. Und so ist es, glaube ich, mit dem Loslassen, so ist es mit dem ziellosen Leben auch. Okay, so viel von meiner Seite. Ich werde den ganzen Winter über Stück für Stück die Kapitel, die ich übersetzt habe, hochladen. Ich hoffe, dass zumindest manche von denen, die sich diese YouTube-Videos angucken, das interessant finden. Ich persönlich fand es sehr interessant, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe. Manche können vielleicht nichts damit anfangen, aber man muss das nicht gelesen haben. Mit Zen hat es. Es hat schon was zu tun mit Zen, aber man muss es nicht gelesen haben, um so Zen zu üben. Wem grammatische Fehler oder Rechtschreibfehler auffallen, dann bin ich dankbar, wenn ihr mich darauf hinweist. Ansonsten, ich wünsche allen ein gutes 2019, viel Spaß und wir sehen uns wieder, zumindest über YouTube. Ich bin noch nicht zurück in Antaisi, aber sobald wir wieder oben sind, werden die Dharma Talks über Sawaki Roshi
und seine Lehre beginnen. Das wird auch Englisch sein. Die werde ich dann auf der englischen Seite von Antaji hochladen. Das kann man sich auch angucken. Und parallel dazu werde ich diese deutschen Übersetzungen vom Nagai hochladen. Also wer sagt, Englisch ist nicht mein Ding, ich möchte was auf Deutsch haben, der wird auch regelmäßig diesen Winter über was auf Deutsch haben. Okay, vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns wieder. Tschüss.